12. Januar 1990. Der bayerische Ministerpräsident Max Streibl, der derzeit wohl prominenteste Sohn Oberammergaus, wird Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde. Vom Elternhaus Max Streibls, dem Hotel Wittelsbach, wird der Ministerpräsident mit einer Abordnung der Gemeinde abgeholt. Ein Fackelzug begleitet den Ehrengast zum Ammergauer Haus, wo der Festakt stattfindet. Der neue Ehrenbürger mit den beiden anderen Melchior Breitsamter und Ulrich Hochenleitner. Nach der eigentlichen Verleihung der Würde und der Übergabe verschiedener Geschenke schließt sich eine lange Gratulationskur an. Zwei Orkane verwüsten am Faschingsdienstag große Teile der bayerischen Wälder. Auch im Ammertal sind erhebliche Schäden entstanden. Beginn der Proben auf der Passionsbühne. Was beim Kreisigung unheimlich wichtig ist, und da bitte wirklich, dass jeder, wir sind eine relativ große Menge, die wo da dabei ist, dass absolute Ruhe herrscht, wenn es herrschen soll, dass nur eine Szene wichtig ist. Und zwar nur ein Punkt in der ganzen Kreisigung ist wichtig. Und das ist das Kreuz und nichts anderes. Es ist also die ganze Zeit, müssen alle ihren Mittelpunkt immer in Christus und im Kreuz sehen. Es gibt überhaupt nichts anderes. Ich möchte keine Belustigung drüber, wenn die Henker und das Gewand, das soll man gar nicht registrieren. Das sind Dinge, die passiert sind. 22. Februar 1990. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München spricht den Frauen, die gegen die Gemeinde geklagt haben, das uneingeschränkte Mitwirkungsrecht bei den Passionsspielen zu. Es wird festgestellt, dass es rechtswidrig war, die Klägerin von der Wahl des Passionsspielkomitees für die Passionsspiele 1990 auszuschließen.
Aufgrund dieses Urteils waren ab März etwa 350 Frauen auf der Bühne und mussten in die Volksszenen integriert werden. Total aufs Kreuz. Spielleiter Christian Stückel dirigiert seine Spielerschar derart temperamentvoll, dass man uns erlauben mag, seine Gesten mit ein paar Takten passender Musik zu unterstützen. Stand der Bürgermeister und der Gemeinderat zur Wahl. An der Flut von Flugblättern, Drucksachen und Plakaten, Gesamtauflage 140.000, lässt sich die Heftigkeit der Auseinandersetzung ermessen. 12 Listen standen zur Wahl, 3 Parteien, CSU, SPD und REPS sowie 9 freie Listen. Die Gruppe Frischer Wind um Heino Buchwieser wandte sich an die Progressiven, als am Tag vor der Wahl die Kandidaten sich noch einmal den 3200 Wählern stellten. Der bisherige Bürgermeister Clement Feng war von einer freien Liste wieder an die Spitze der CSU-Liste getreten. 4 konservative Listen traten für ihren gemeinsamen Kandidaten Josef Kornteuer ein. Zum ersten Mal stellte sich in Oberammergau auch eine Frauenliste zur Wahl. So kommentierte der Bayerische Rundfunk in seiner Abendschau die Wahl in Oberammergau. März 1990. 82% der 3200 wahlberechtigten Oberammergauer gehen zu dieser wichtigen Kommunalwahl. Die Auszählung der Stimmen ergibt, im neuen Gemeinderat sitzen 5 CSUler, von den freien Listen 7 Konservative, 3 Frauen und 5 weitere freie Gemeinderäte. Die freien Bürgermeisterkandidaten erhielten 25% und 23%. Den Schlusspunkt des heißen Wahlkampfs setzt die Vereidigung des neuen Gemeinderats und lässt auf eine gute Zusammenarbeit hoffen. Dazu Bürgermeister Clement Feng. Okay, also ganz kurz, ich sage Dankeschön für einen doch, meine ich, einigermaßen fairen Wahlkampf und hoffe, dass also die Wunden, die bei jedem Wahlkampf halt geschlagen werden, dass die sobald verheilen und dass wir gemeinsam dann die nächsten Jahre für unser Dorf arbeiten können. Vielen Dank.
Am 28. März ehrt die Gemeinde ihre erfolgreichen Sportler in einem Festakt. Alexander Schwarz für große Siege im Biathlon. Stefan Burkhardt, Champion im Biathlon, trägt sich ins Ehrenbuch der Gemeinde ein. Florian Oettl als Jugendschütze mit der freien Pistole erfolgreich. Monika Sedlmeier-Hörmann, seit Jahren ein Begriff bei den Florettfechtern. Helmut Fichtel, oberbayerischer Meister. Josef Albel und sein Clubkamerad Helmut Eizenberger als erfolgreiche Schützen im Mannschaftswettbewerb. Seit Jahren belästigen Tiefflieger über dem Ortsbereich die Bevölkerung. Um den Unmut darüber zu zeigen, steigen an einem Frühlingsmorgen hunderte von bunten Ballons in den Himmel. Wie in fast jedem Passionsjahr spielt ein Winternachzügler den probenden Spielern einen Streich. Um die Bühne für die Probearbeit und für die Standfotoaufnahmen verwendbar zu halten, muss der späte Schnee sorgfältig beseitigt werden. Das Wärmste auf der großen Bühne ist der Rücken des Esels und das, was er hinterlässt. Thomas Klinger war der beauftragte Fotograf für den Passionsbildband. Auch seine Arbeit war durch den Kälteeinbruch erschwert. Nur mit kurzen Aufwärmpausen und mit heißem Tee waren die Fototermine einzuhalten. Thank you.
Tauben haben's gut. Sie dürfen als erste heim in den warmen Stall. Während der letzten Proben stellt sich beim Reitpferd des römischen Hauptmanns starkes Lampenfieber ein. Hinter der Bühne laufen die Dekorationsproben nach der Stoppuhr ab. Szenenpause in der Garderobe des Christusdarstellers. So wie auf der Bühne die Spieler die Hektik der letzten Probetage über sich ergehen lassen, genauso setzt sich die Hektik im Dorf fort bei den letzten Bauarbeiten und bei den Vorbereitungen in den Straßen und an den Häusern. Aber wie immer, zum Eröffnungsspiel ist alles bereit. Mai. Es ist soweit. Das erste Spiel des Spieljahres 1990 beginnt. Friedrich Wetter und Oberkirchenrat Glaser begrüßen die Spieler auf der Bühne. Die Mitwirkenden, aber der Herrgott möge auch all die vielen Zuschauer segnen, dass das, was sie ihnen aus ihrer Gläubigkeit heraus auf der Bühne zeigen, tief in ihre Herzen eindringt. So beten wir, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist. Amen. Gottes Segen zum Spiel. Die Passionsspielsaison 1990 ist eröffnet. Gleichzeitig mit der Spielzeit läuft im Ammergauer Haus die Ausstellung über historische Passionsspiele im alpenländischen Raum, ausgerichtet vom Haus der bayerischen Geschichte. Das Pilatushaus beherbergt ebenfalls eine Ausstellung von Werken Ammergauer Bildhauer. Der Wermutstropfen im Geschehen war der Betrugsskandal um Eintrittskarten. Die Gemeinde sieht sich gezwungen, sich durch Anschlag und Presseveröffentlichungen davon zu distanzieren. August. Die Freiwillige Feuerwehr Oberammergau erhält einen neuen Rüstwagen.
15. Dezember sind die beiden neuen Wasserrutschen im Wellenberg fertiggestellt und werden eingeweiht. Bei dieser Gelegenheit konnte jedermann beobachten, wie Politiker baden gehen. Weltmeister Wolfgang Zimmerer begibt sich als erster in den nassen Kanal.